sich entfalten und Ideen entwickeln können, ohne Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. Das ist der Grundgedanke von kultureller Jugendbildung. In Oldenburg hat sich ein Netzwerk aus Schulen und Kulturschaffenden zusammengefunden. Im Rahmen einer Fachtagung in Köln bekam dieses Projekt nun den Mixed-Up-Preis der Bundesvereinigung für kulturelle Kinder- und Jugendbildung verliehen. Vorstandsmitglied Lutz Lienke war Mitglied der diesjährigen Jury. Der Wettbewerb soll die Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen im kulturellen Bereich fördern und Impulse geben. Es gibt ja schon eine ganze Reihe von Aktivitäten, aber man muss auch ein paar Highlights herausfinden, um anderen auch Mut zu machen. Und so ein Preis ist wichtig für die Zusammenarbeit, auch für die Anerkennungskultur in den Schulen und in den Kommunen. Ausgezeichnet wurden 6 Projekte. Der Sonderpreis für Netzwerker ging dabei an die Stadt Oldenburg für das School-in-Art-Konzept unter der Leitung von Christiane Maas. Ja, wir haben nach einem Veranstaltungsformat gesucht, was sehr kommunikationsfördernd ist, was Partner zusammenbringt, was sie dazu anregt, miteinander auch ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und beim ersten Kontaktpunkt hatten wir noch so einen Messecharakter gewählt, da waren wir nicht mit zufrieden. Es kamen zu wenige Kooperationen im Anschluss zustande. Und deshalb sind wir dann auf die Marktplatzmethode gestoßen und haben die angewandt für den zweiten Kontaktpunkt Schule Kultur. Und der schlug wirklich hervorragend ein. Wir haben innerhalb von 90 Minuten 39 Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet bekommen. Neben dem Oldenburger Konzept wurden Projekte mit unterschiedlichsten Ansätzen aus Hamburg, Viernheim, Göpping und Hildesheim ausgezeichnet. So führten etwa die Preisträger aus Hildesheim ihr Tanzprojekt zum Thema Altes Ägypten vor, während die Viernheimer ihre Kooperation mit dem Europäischen Fotozentrum vorstellten. Die Jugendjury ehrte das Projekt Ohrlotsen aus Hamburg, bei dem Kinder Radio machen können. Bei der Entscheidung der Jury, der Stadt Oldenburg den Sonderpreis Netzwerker zu verleihen, war Lutz Lienke besonders ein Aspekt wichtig. Ist das ein nachhaltiges Konzept? Und ich hatte den Eindruck, dass nicht nur ich, sondern andere auch in der Jury, dass da sehr vielfältig gearbeitet worden ist und Längerfristiges angelegt worden ist. Und nicht nur eine Aktion, weil das ist ja ein Problem, dass wir so eine Eventkultur haben, wo ganz schnell mal in ein Projekt etwas Geld gegeben wird. Und dann ist es ganz schön, fackelt so ab und dann ist es weg. Und das war bei diesem Projekt meines Erachtens nicht der Fall. Die 2500 Euro, mit denen der Mix-Up-Preis dotiert ist, will Christiane Maas darin investieren, School in Art noch mehr auszuweiten. Aber nicht nur der Betrag, sondern auch die bundesweite Anerkennung, die das Oldenburger Projekt in den Fokus rückt, sorgte bei allen Beteiligten für große Freude.